planungstechnisch ein gewaltiger Aufwand, das auf die Beine zu stellen. Wurde federführend vom Ortsverband Frankfurt gemacht, weil es hier der Bereich des OV Frankfurt ist. Aber wir haben hier Ortsverbände aus Helfer aus vielen Ortsverbänden aus Hessen hier im Einsatz heute. Wir hatten gute Kontakte mit dem Marriott, das hat alles gut geklappt. Das Einzige, was sich jetzt kurzfristig zerschlagen hat, das sollte ursprünglich eine Plattform auf dem Dach gebaut werden, von wo aus gesprengt werden sollte. Das hat sich, glaube ich, vorgestern zerschlagen, das kann doch nicht gemacht werden. Aber ansonsten hat das alles bestens geklappt. Was machen Sie hier eigentlich? Wir verkaufen Postkarten von einem Turm, der bald Geschichte sein wird. Die Postkarte. Warum? Es hat mittlerweile schon eine Turmnostalgie eingesetzt. Der Turm ist sehr, sehr wichtig für die Studenten der Universität Frankfurt. Er verkörpert einen Geist, der hier studiert wurde in Frankfurt. Okay, und was ist das für ein Geist? Also ich meine, mal ganz abgesehen davon, Sie sehen nicht so aus, als würden Sie jetzt hier damit unbedingt richtig viel Geld verdienen wollen, sondern als wäre das eine Herzenssache. Ja, der Turm, das ist ein Symbol. Er war ein Freiraum für kritisch-studentische, für eine kritische Studentenschaft, eine kritische Studentenkultur. Und das wird jetzt praktisch Bockenheim genommen und auch dem Bockenheimer Campus hier. Da klingt ein bisschen Wehmut mit. Sicherlich, ja. Also ich habe gestern auch mit vielen anderen Studenten gesprochen. Viele sind da wirklich sehr betroffen und sehen praktisch jetzt, es ist eine Zäsur. Insofern ist das ein nettes Andenken, was Sie sich dann ausgedacht haben. Wie kam es zu der Idee? Relativ spontan. Wir sind hier nochmal, wir wohnen hier in der Nähe, sind hier vorbeigegangen, haben den Turm wehmütig betrachtet und haben gesagt, komm, machen wir mal eine Andenkenkarte. Aber das ist nicht alles. Wir sind nämlich gerade dabei, einen Postkartenverlag zu gründen. Das kam auch mit der und, Idee. Und da steht auch hier hinten drauf, Nostalgiekarte. Okay, und da wird es dann noch mehr Ausgaben geben. Sozusagen. Also es ist unsere erste Karte. Und mal schauen, was folgt. Ja? Wie ist denn, wenn Sie das ja gerade, wie ist denn bisher der Zuspruch? Also ich meine, ich sehe, es wird Ihnen aus den Händen gerissen fast. Ja, der Zuspruch ist gut. Das ist eine emotionale Sache. Und deshalb ist die Postkarte auch sehr in solchen Farben, die die Gefühle ansprechen, gestaltet. Ja, klar. Herzlichen Dank. Rede der dritten Gewalt.